Untersuchungsausschüsse, die sich mit Korruption, mit Skandalen, mit mutmaßlicher Käuflichkeit auseinandersetzen, hat es in der Geschichte der Zweiten Republik zur Genüge gegeben. Egal, ob es der Lukona-U-Ausschuss war, ob es der Eurofighter-U-Ausschuss war oder zuletzt der U-Ausschuss, der unter dem Namen Ibiza bekannt war, der sich aber mit der mutmaßlichen Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung auseinandergesetzt hat. All das ist ein ganz wichtiges Instrumentarium in der Politik. Jetzt soll es bald einen neuen U-Ausschuss geben und erstmals ist nur eine einzige Partei hier im Zentrum des Interesses, nämlich den Korruptions-ÖVP-U-Ausschuss. Der soll heute hier beschlossen werden und zwar im Geschäftsordnungsausschuss. Der wird heute darüber abstimmen und es ist damit zu rechnen, dass auch die Grünen hier mit den Oppositionsparteien mitgehen. Was würde das bedeuten? Sollte es hier den Sanctus, also das Ja geben, dann wären 4 Wochen Zeit, da müsste dieser neue Untersuchungsausschuss vom Nationalrat eingesetzt werden. Im Jänner könnten dann bereits die ersten Akten geliefert werden, Zeugen einvernommen werden und dann ist das Prozedere höchstwahrscheinlich so, wie bereits aus dem vergangenen Jahr auch ersichtlich, dann gibt es einen neuen U-Ausschuss. Im Zentrum steht, wie es die Opposition nennt, das System Kurz, aus Sicht der Neos auch das System Pilnacek. Es wird eine Reihe von interessanten Themen geben, die hier behandelt werden, wo es parallel mitunter auch Untersuchungen gibt der WKSDA. Die ÖVP wiederum wird höchstwahrscheinlich versuchen, sollte es zu so einem U-Ausschuss kommen, hier von Skandalisierungen zu sprechen. Und eine ganz wichtige Rolle wird auch der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz einnehmen. Er wird ja durch die Bundesländer touren, möchte, wie man hört, auch Landeshauptleute, die nicht so gut auf ihn zu sprechen sind, überzeugen. Aber er könnte im U-Ausschuss hier auch eine ganz wesentliche Rolle als ehemaliger Bundeskanzler auch einnehmen. Spannend wird es auf alle Fälle, ob dieser U-Ausschuss tatsächlich zustande kommt, das wird heute hier beschlossen.